heute. Wir freuen uns sehr, dass du auch heute wieder zu Hause bei uns im Kindergarten bist. Auch heute bekommst du eine Idee zum Spielen, Tanzen, Singen, Turnen, Zählen. Mal schauen, was kommt. Viel Spaß! Hallo miteinander. Gerne zeige ich euch heute eine Idee mit Sachen aus unserem Haushalt oder auch Sachen von unseren Kindern aus ihren Kinderzimmer. Wie ihr hier seht, sind alle Sachen doppelt. Also es hat hier zwei Gummischlangen, es hat zwei Auto, zwei Bauchlötz, zwei Löffel, zwei Töpperwehrdeckel, zwei Töpperwehrschälchen, zwei Kälbli, zwei Mäuse, zwei Kappla, zwei Säcke, zwei Becher und zwei Pokale. Ein paar Sachen sind genau gleich und ein paar Sachen haben manchmal eine andere Farbe. Aber das ist egal. Hauptsache, sie sind zum Anlängen gleichig. Dann nehmt ihr einen Küssi-Anzug. Vielleicht dürft ihr den Anzug wegnehmen von eurem eigenen Küssi. Oder vielleicht könnt ihr die Mami oder den Papi fragen, ob sie euch sonst einen Anzug geben können. Alles, was ihr jetzt hier parat gelegt habt, füllt ihr in diesen Anzug hineinfüllen. Und es kommt gar nicht darauf ab, wie einfach alles hineinbiegen. Je mehr Sachen das ihr nehmt, umso schwieriger ist es. Und umso weniger, umso einfacher. Wenn ihr alles reinbiegen habt, und es ein bisschen mischen. So. Jetzt sind wir bereit für das eigentliche Spiel. Ich lege nämlich in den Sack. Spüre, aha, man kann sich überlegen, was ist denn das, was ich hier spüre. Ich glaube, das ist ein Becher. Richtig. Dann stelle ich den her. Und jetzt ist meine Aufgabe, noch einen zweiten Becher zu suchen. Ich glaube, ich kann ihn. Was ich möglichst nicht machen sollte, ist in den Sack hineinschauen. Das wäre ein bisschen beschissen. Dann mache ich weiter. Ich spüre einen Bauchlatz. Und einen zweiten. Dann gehe ich weiter. Dann spüre ich hier den Pokal und suche jetzt den zweiten Pokal. So geht es immer weiter. Wenn ich mal etwas Falsches verwünsche, wenn ich denke, oh, ich habe den Pokal, aber oh nein, das passt nicht, tue ich es einfach wieder rein und suche nach dem, was ich wirklich wählen kann. Nämlich nach dem Pokal. So machen wir weiter, bis wir alle Pärchen gefunden haben. Also die Schlange, bis die auch wieder die Schlange gefunden hat. Sack. Der eine Sack. Das ist jetzt ein bisschen kleiner, dann ist es auch ein bisschen schwieriger. Dann muss man manchmal ein bisschen umlängen. Finde ich jetzt auch nicht gerade. Ist ein bisschen schwierig. Der hat sich irgendwo versteckt. Den kann ich vielleicht auch an einem anderen Ort weitermachen. Dann sage ich vielleicht, ich suche ein Auto. Anderen Auto. So mache ich weiter, bis ich wieder wie am Anfang immer zwei Sachen perlenweise zusammengefunden habe. Am Schluss
Wenn ich Lust habe, kann ich noch sortieren, was ist vielleicht einfach gewesen, zum herausfinden. Vielleicht die grösseren Sachen sind ein bisschen einfacher gewesen. Die kleineren sind ein bisschen schwieriger gewesen. Einfach alles sortieren, wenn ich das gerne möchte. Ich leere sie jetzt aus. Weil etwas möchte ich noch sagen. Ich finde ganz wichtig, wenn ihr fertig seid, dass ihr die Sachen auch wieder aufräumt. Also wenn ihr im Mami aus dem Küchenschrank sind, geht Sachen holen oder habt Töpfen nehmen, dann könnt ihr die genau wieder dort versorgen, wo es hingehört, auch euer Spielzeug, dass es wieder dort herkommt, wo es hergehört. Und für die, die es ganz noch eine schwierige Aufgabe wollen, die dürfen probieren, den Küssi-Anzug wieder anzuziehen. Für das tun wir das Küssi klären, dass die Seite, die nicht so die schön ist, die Innenseite, sagt man dem, dass die jetzt aussen ist. Also, dass das Küssi so aussieht. Dann lege ich das Küssi parat vor mich her. Gehe mit den Händen hier rein. So in die Ecke. Gehe zu dem Teil des Küssi. Zu dem. Und jetzt da kann ich etwas weit sauber aufknäulen und abschütteln. Bis das hier runtergeht. Und dann kann ich mit der anderen Hand abziehen. Und nachher das Küssi wieder zu machen. Und dann selbstverständlich das Küssi ja wieder als richtigen Ort versorgen. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht und ihr habt ganz viele Ideen, was ihr könnt für Perli suchen für das Spiel. Und vielleicht lernt ihr sogar selber euer Küssi an- und abziehen. Tschüss zusammen! Zum Schluss dürfen alle, die Lust haben, mitsingen. Wir sind die Kinder.